Hey Freunde, es ist November, ein bisschen im Verzug. Ich habe euch immer ein Video versprochen, wie geht es denn jetzt weiter mit der Fotoecke. Gedanklich bin ich gar nicht da, wo ich eigentlich jetzt sein wollte, um euch das jetzt nochmal zu präsentieren. Aber nun gut, man kann sich auch anstellen, deswegen werde ich jetzt einfach mal frei rausquatschen. Okay, was so passieren wird und so, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen, weiß ich nicht, wenn man so mal erzählt, ne? Also, Freunde, jetzt muss ich mal gucken. Da, das Rigus Mega Fotoecke, das hat mich jetzt so viele Jahre begleitet. Das wird sich nämlich jetzt komplett verändern, ne? Wie meine ich das jetzt? Können wir mal so, zack, wegmachen, weil im nächsten Jahr 2022, wo fangen wir an? Nummer uno, das Fotostudio, was wir jetzt gerade hier haben und auch schon eine Weile hatten. Auch in den besten Zügen hier so und auch noch mit Kindereinrichtungen hier drinne und dann mit Umbauen und so. So, lange Rede, kurzer Sinn, das wird es nicht mehr geben. So, die Kündigung ist durch soweit. Nachmieter stehen auch schon in den Startlöchern. Ich hoffe mal, das wird durchgewunken, alles ohne Probleme, weil eigentlich ist das Studio noch bis nächstes Jahr Dezember, ne? 2022 Dezember. Aber gut, wir wollen halt nicht mehr so lange. Warum das Ganze? Weil alles das, was wir machen, das betrifft hauptsächlich die Kindergartenfotografie und Schulfotografie, Newborn, Hochzeiten. Das sind alles Dinge, da brauchst du kein Studio. So. Und die ganzen Leutchen, die jetzt hier kommen wegen Passbilder und so, denen helfe ich auch furchtbar gerne weiter. Das Problem ist nur, jetzt müsst ihr das mal nachvollziehen können, dass man ja eine Miete hat und man diese Passbilder macht, um diese Miete damit finanzieren zu können. Als Beispiel. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen, aber du musst ja erstmal, du willst auch nicht von dem Geld, was du mit der Kindergartenfotografie verdienst, dafür sorgen, dass das Studio gehalten werden kann. So. Und jetzt kommt nämlich der allerwichtigste Punkt. Wo ist denn das Problem dabei? Das Problem dabei ist, dass man ja sehr viel zu tun hat mit den Fotos im Kindergarten und ganz viel Fokus allgemein darauf setzt und so. Und wenn ich jetzt hier bei bin und ich mache jetzt gerade einfach mal die Bearbeitung und da kommt jemand rein und sagt, boah, ich möchte ein Passbild haben, dann lenkt der mich komplett ab, dann reißt er mich komplett raus und das sorgt dafür, dass man eigentlich einen Auftrag, wo man, was weiß ich bin hier um 12 Uhr im Studio und um 14 Uhr wäre der Auftrag vielleicht schon wieder fertig, ja, dann ist der halt durch so eine Geschichten, wo du so rausgerissen bist, plötzlich 5:30 am Abend wieder fertig. So, wo du denn sitzt und denkst, boah, ey, jetzt hast du quasi wieder die ganze Zeit was machen müssen, um die Studiomiete zu finanzieren. So, ich glaube, das habe ich damit jetzt erstmal richtig runtergebrochen, dass es verständlich ist. So, jetzt kommt der zweite Punkt. Was wird denn aus Rigus Mega Fotoecke? Die Fotoecke war ja eigentlich eine Schnapsidee. Ich saß wirklich so vom Facebook-Profil und dann hieß es so, gib mal deinen Fotografennamen ein und dann kam das ja irgendwie Rigus. Ja, was ist cool, mega. Fotoecke. Ich hatte nie eine Ecke gehabt. Aber das hat sich halt so angehört und gut angefühlt. Und jetzt ist es so gekommen, dass ich immer das Auto vor der Kita gesehen habe und dachte so, ja, so Rigus Mega Foto und dann stand da ein -fotograf-rosser.de drauf, das ist alles so allgemein und so und alles so wischiwaschi und worum geht's überhaupt, man hat sich halt gefunden auch so in den ganzen Monaten und hat dann auch dadurch ja erst gemerkt, was möchte man wirklich fotografieren, was kannst du besonders, also du kannst ja nicht alles machen, also kannst du schon machen, aber das ist ja auch nicht geil, so alles zu machen, auch zeitlich nicht und so, ne? Und natürlich dachte ich mir, Mensch, Bewerbungsbilder kannst du auch machen und alles schön und gut, aber es ist halt nicht die Leidenschaft gewesen. So, also es, ne, wisst ihr ja selbst, Kita, Newborn, so, ne, Familienbilder, so, das ist das halt, wofür man brennt und so. Und jetzt wird sich nämlich dieses Rigus Mega Fotoecke ändern vom Namen. Und zwar, da Flyer sind schon fertig, ich hoffe, man sieht das. Mega-Momente. Och, ist, ja, jetzt sieht man den Rahmen. Habe ich mal kreiert soweit. Ne? Das wird das neue Logo werden. Mega-Momente, die Homepage, die steht auch soweit schon. Ne? www.megamomente.de. Könnt ihr gerne mal gucken, wie es da bis jetzt aussieht. Ich freue mich sehr.
Auch hier, ne, guck mal hier mit dem Grün und so, ne? Sonst hatte ich ja immer Orange als Hauptfarbe und so. Jetzt ist ja jetzt Grün und sehr viel so ein bisschen auch hier mit diesem Comic-Style hier und alles so ein bisschen, ne? Muss dann alles so ein bisschen anpassen. Und also ich habe da viele Wochen verbracht, nicht nur um das Logo zu kreieren, um zu sagen, das gefällt mir, das finde ich gut, sondern auch um das Grüne, diese Branding-Farbe zu finden. Es gibt da so viele Farben, die alle was Verschiedenes aussagen. Und bei dem Grün war das nachher wirklich so, das passte einfach alles. Das hat alles gepasst. Ihr könnt euch damit gerne mal befassen, was Grün für eine Aussagekraft hat. Ja, jetzt kriege ich hier einen Anruf, aber live ist live, ne? So, ja, und letztendlich sind wir da jetzt gestrandet, nach ganz langer Überlegung. Natürlich auch nicht nur mit mir selbst, aber man muss immer andere Leute fragen, wie sehen die Dinge, wie sehen sie einen selbst, was halten sie davon und. Und nachdem man ganz, ganz viele Sachen abgesegnet bekommen hat, ja, war man denn auch froh, sich so zu finden. So, habe ich jetzt alles gesagt. Studio, finito erstmal. Es ist ja eine Entscheidung. Entscheidung treffen macht Spaß und ist auch wichtig. Viel mehr Fokus und. Ne? Aber nur weil jetzt hier kein Studio mehr ist, heißt es ja nicht, dass ich vielleicht in 3 Jahren kein Studio habe oder so. Ne? Also das muss ich dann halt mal sehen, wie das Ganze wird und so. Genau. Mega-Momente, weißt du auch Bescheid? Ne? Gerne mal vorbeigucken. Und das war eigentlich so das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Ne? Alinchen bleibt, ist logisch. Zack, hier, ne? Wir gehen ja immer zu zweit. Und ja, auch so in Sachen der Kindergartenfotografie, ne? Ich meine, wir waren jetzt letztens unterwegs in der Kita, Indoor, mit einem komplett neuen Konzept mal, so mit Requisite und all sowas. Das war schon geil. Das war richtig, richtig geil. Das erste Mal auch so mit so einem Stativ fotografiert, wo man gemerkt hat, das geht in dieser Richtung. Megamomente wird auch weitgehend dahin gehen, dass man, also der Spaß mit dem Kind war extrem, was man diesmal hatte. Ich werde mal ein Video machen, mal fotografieren mit dem Stativ und so und vom Foto her, und dass man da alles machen kann, das ist ein Traum. Und da fühlt man sich auch langsam angekommen. So in der Richtung. Na, also war jetzt mal in Bezug darauf, weil wir sonst mehr draußen Fotos machen und eigentlich gesagt haben, auf Foto Hintergrund und ich weiß nicht und so. Aber es ist geil. Es ist geil. Wirklich. Also seid mal gespannt, wenn da die nächsten Bilder auch veröffentlicht werden und so. Ne? Genau. Also, gut. Vielen Dank fürs Videoschauen. Keine Ahnung, 7 Minuten 56 sagt er hier. Gerade war gar nicht so geplant, aber alles gut. Viele liebe Grüße an alle, die immer schon geschrieben haben. Rigo, du wolltest auch schon längst ein Video machen und so. Und soll ich mal was sagen? Fun Fact, ich war nach gefühlten über 10 Jahren das erste Mal krank letztens. Deswegen habe ich auch nichts gemacht. Kein Video, kein nix und. So, Freunde, Arrivederci, das ist ein Video für YouTube. Auch gedacht, glaube ich. Ist mir gerade so eingefallen. Deswegen immer hier liken, Daumen hoch und all sowas. Ne? Weil so ein spontanes Ding kannst du auch auf YouTube hauen. Ne? Warum denn nicht? Ihr habt jetzt so und so keine Fototipps mehr gemacht. Schon ewig nicht. Wird mal wieder Zeit und so. Also, Freunde, macht's gut. Bis bald. Euer Lieblings-Rigo.